Hallo meine lieben Begleiter, ich bin's mal wieder. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeklickt habt. Ja, also ich möchte euch ein bisschen was erzählen, wie so die letzte Woche waren. Und ja, ich fange direkt mal an, frei von der Leber weg, wie immer, ne? Kennt ihr ja schon. Zunächst mal, ich habe mir heute was Neues ausprobiert. Ich habe mir mal einen kleinen Turban gebunden. Ich finde es ehrlich gesagt mal eine ziemlich coole Alternative, weil ich stehe auch so ein bisschen auf diesen Afro-Style und ich finde, ich kann es tragen. Was sagt ihr? Ich finde es cool. Ja, zunächst mein dritter Zyklus und der letzte Zyklus Epirubicin habe ich auch wieder sehr gut vertragen. Ich hatte im letzten Zyklus wohl einen kleinen Pilzbefall im Mund. Ich habe das als Aften abgetan, aber ich habe ein Foto davon gemacht und das meinem Onkologen gezeigt, der sagte, ja, das ist ein Pilz und dann müssen wir halt eine Mundspülung gegen machen. Und ja, das mache ich jetzt. Meine Zunge ist jetzt auch nicht so dick und so geschwollen wie beim letzten Mal. Das waren wohl Nebenwirkungen, ich habe das gar nicht so empfunden. Also ihr seht, man kann auch mit kleinen Nebenwirkungen auch eine Chemo rumkriegen, die man dann gar nicht auch als solche wahrnimmt. Er meinte, das kommt halt immer dann, wenn man ein geschwächtes Immunsystem hat, also wenn die Leukozyten gerade unten sind, dann kann das passieren, dass man einen Pilz im Mund entwickelt. Da muss man halt gegen angehen, weil es kann recht unschön werden, dass man hinterher auch wirklich Schmerzen hat, dass man gar nichts mehr essen kann. Und na gut, gar nichts essen täte mir vielleicht auch mal gut, aber muss ja nicht sein, ne? Von daher mache ich jetzt diese Mundspülungen fleißig und damit sollten wir das Ganze in den Griff bekommen, beziehungsweise dass es gar nicht mehr hochkommt. Ja, ansonsten, wie gesagt, war das jetzt der erste Block der Chemo, den habe ich rum. Übernächste Woche bekomme ich dann das Napaclitaxel, da bin ich gespannt drauf, wie ich das vertrage. Soll ja anscheinend sehr gut verträglich sein. Ich lasse mich überraschen, wie bei allem, was so kommt. Sehr geil fand ich eine Aktion von meinem alten Frauenarzt, der ja meinen Brustkrebs nicht wahrgenommen hat, nicht ernst genommen hat. Der hat jetzt wohl Post bekommen von der Gutachterkommission. Ich lasse das Ganze ja prüfen auf einen Befundsfehler. Und er hat mich angerufen und hat sich für sein Fehlverhalten entschuldigt, was ich wirklich sehr, sehr groß finde von ihm. Er hat nach meinem Wohlbefinden sich erkundigt, er hat gefragt, wie die Chemo denn läuft und ob ich es gut vertrage und ja, das fand ich wirklich, das zeigt Größe, das fand ich sehr, sehr gut und ich habe mich bei ihm bedankt und habe auch gesagt, dass ich das wirklich sehr schätze von ihm, dass er angerufen hat. Er meinte auch, er wird alles dazu beitragen, dass das Ganze aufgeklärt wird. Also ich bin gespannt. Ich lasse mich da überraschen. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, was dabei rumkommt. Was wollte ich euch noch erzählen? Ja, ihr sagt immer alle, ich habe so eine geile positive Einstellung und ich bin immer so gut drauf und so. Ja, das bin ich auch. 90%. Natürlich habe ich auch Angst. Und natürlich beschäftigen mich auch so manche Gedanken, die, glaube ich, auch ganz normal sind. Es ist so, dass man, wenn man die Diagnose bekommt, erstmal fups, zieht einem den Boden unter den Füßen weg und dann ja, schaltet der Kopf irgendwie auf Leerlauf, beziehungsweise auf, ich muss jetzt funktionieren, auf Daten, Fakten, was muss ich jetzt machen, was ist jetzt mein Weg. So, wenn dann so eine kleine Routine drin ist, dann kommt der Kopf wieder dazu und dann natürlich denkt man über gewisse Dinge nach, über werde ich wirklich wieder hundertprozentig gesund, bin ich mein Leben lang dann krebsfrei, was passiert mit der OP, werde ich die Schmerzen wegstecken. Natürlich werde ich die Schmerzen wegstecken, ich bin ein harter Klotz, also natürlich, klar. Aber sowas, über sowas denkt man halt danach und ich werde mir auch noch psycho-onkologische Hilfe suchen. Ich habe da auch von meinem Onkologen dann Visitenkärtchen bekommen. Das werde ich definitiv machen, das kann nicht schaden, weil ich glaube auch tatsächlich, dass es so sein wird, wenn dann die ganze Behandlung zu Ende ist, dann passiert ja aktiv nichts mehr. Dann stagniert das so und dann glaube ich, dass dann noch eher so die Gedanken kommen, hoffentlich bleibt alles gut und das alles gut, natürlich kommt alles wieder ins Lot, das wissen wir alle, also das weiß ich, das wissen meine Ärzte. Ich muss einfach positiv bleiben, wie gesagt, eine hundertprozentige Garantie hat man nie und aber man muss halt dann die Fässer so fallen, wie sie fallen und das ist dann das Hauptthema. Natürlich rutscht man mal ab in solche, ich möchte es nicht Depressionen nennen, weil Depression ist es nicht, dafür geht es mir einfach noch zu gut. Man macht sich Gedanken und das ist, glaube ich, auch sehr natürlich und das ist auch nötig. Alles andere wäre Verdrängung und verdrängen tue ich das ganze Thema nicht. Das wäre, ich glaube, das Falscheste, was man machen kann. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich habe mich jetzt auch so weit wieder bekrabbelt.
das war jetzt mal so ein paar Tage, wo ich wirklich mit so ein bisschen gedrückterer Stimmung durch die Welt gelaufen bin. Aber alles gut. Ich lasse mich davon nicht unterkriegen. Ich habe meine Kätzchen, mein Calimero sitzt mal wieder da und guckt mir zu. Merlin lief gerade eben dahin rum, das habt ihr gesehen. Also meine Kätzchen, die geben mir auch ganz schön viel zurück jetzt gerade in dieser Zeit. Um die muss ich mich halt auch kümmern und meine Freunde, meine Familie, die sind alle am Start und unterstützen mich, wo es nur geht, und das ist super viel wert. Ich weiß gar nicht, so viel mehr wollte ich euch gar nicht erzählen. Ich muss echt mal ein bisschen überlegen. Also ich wollte euch das erzählen von meinem Frauenarzt. Ich wollte euch das erzählen, dass ich auch mal schlechte Zeiten habe und das ist auch völlig okay. Ansonsten habe ich so ein bisschen Normalität auch wieder geschaffen in meinem Leben. Also ich hänge jetzt nicht nur die ganze Zeit zu Hause. Irgendwie sieht es ein bisschen aus wie Mickey Mouse Lächeln. Das soll eine Schleife sein. Ich habe die so gesteckt. Sieht man das? Kann man das erkennen? Ja, ne? So ein bisschen. Hat ein bisschen was von Mickey Mouse Öhrchen, aber so what. Ich übe noch. Das ist der erste Turban. Für den ersten Turban ist es ganz gut. Ja, ich glaube, das war es auch schon wieder, was ich euch sagen wollte. Mir geht's gut. Johnny wird schon kleiner. Viel, viel kleiner. Das ist wirklich krass. Also ich habe sogar jetzt schon wieder eine fast normal aussehende Brust. Crazy. Gebt mir mehr Chemie. Mein Kampf ist Saft. ich halte euch auf dem Laufenden. Übernächste Woche bekomme ich die nächste Dosis. Wie gesagt, von Napaclitaxel. Und bis dahin, haltet die Öhrchen steif und lasst euch nicht unterkriegen. Tue ich auch nicht. Wir werden alle siegen. Chaka, ihr Lieben. Bis dann. Ciao.